Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu. Eigentlich wollte ich zwei Videos machen, aber ich werde ein Video machen, wo ich euch beide Geräte vorstellen werde. Und zwar einmal den Coax zu Toxlink und einmal Toxlink zu Coax. Das ist der 6518768 Cox, ich will mal Cox sagen. Coax zu Toxlink. 192 Hertz, / 24 Bits. Und dann haben wir den 6518767 Toxlink zu Coax, auch 192 kHz, / 24 Bits. Ich mache das erstmal runter. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, aber das ist mir nicht so gelungen. Deswegen mache ich es jetzt nochmal, weil ich mich immer wieder versprochen habe. So, was ist das? Das ist der Coax zu Toxlink. So, ich lege die mal hier so beide erstmal hin. Wir haben hier eine Anleitung mit bei. Und wir haben hier auch eine Anleitung mit bei. Wir haben hier den Stecker mit bei. Und hier haben wir den Stecker mit bei. Dann haben wir das Produkt. Und hier haben wir das Produkt auch. So. Dann werden wir erstmal mit dem Stecker anfangen. Den hatte ich schon offen. Der ist bei beiden Geräten der gleiche. Das ist einmal USB und auf der anderen Seite ist der Stecker. So. Nochmal schnell auspacken hier weiter. Die unterscheiden sich auch nicht wirklich großartig vom optischen. Nur in dem, was sie machen. Ich zeige euch die beiden jetzt erstmal optisch. Die sehen eigentlich identisch aus. Da könnt ihr das sehen. So. Sind wirklich identisch. Hier oben ist der Coax-Anschluss, da ist der Stromanschluss, da ist der Toxlink-Anschluss, hier oben ist Ligavo, da sind die drei Punkte, Ligavo, die drei Punkte, das weiße Viereck ist ringsherum und die Beschreibung ist hier aber anders. Hier steht halt, ich werde das mal so machen, könnt ihr Pause machen, dann könnt ihr das sehen, da steht, ist halt eine andere Nummer drauf und eine andere Beschreibung, weil es zwei verschiedene sind. Aber die sehen optisch gleich aus. Auch auf der Rückseite sehen sie optisch gleich aus. Da ist halt das mit dem nicht in den Müll schmeißen und so. Die haben beide keine scharfen Ecken, Kanten oder sonst irgendwas dergleichen. Aber jetzt nochmal kurz zum Stromkabel. Wir haben hier, wie gesagt, ein USB-Stromkabel. Der ist bei beiden mit bei. Dann steckt er den hier oben einfach rein. Und dann liefert er den Strom. Wenn ihr das natürlich nicht wollt, wenn ihr schon Ligavo-Produkte habt, was ich euch empfehlen kann, nehmt da einfach, wenn er Strom braucht, von einem anderen Ligavo-Gerät den Stromstecker, den er nicht mehr braucht. Wenn er da vielleicht eine USB-Quelle in der Nähe habt oder so, bietet sich das ja an. Ja, könnt ihr dann halt austauschen und dann nimmt er diesen Stromkabel einfach und macht den hier ran. Und könnt den mit Strom betreiben. Und dann geht das hoch. Die kann man, glaube ich, auch einzeln nachfragen, ordern, aber das weiß ich nicht hundertprozentig genau. Ja, das kann ich euch nicht hundertprozentig genau sagen. So, wie gesagt, die sehen identisch aus. Der einzige Unterschied ist, der hier, Toxlink zu Coax, ja, das Toxlink zu Coax, Coax zu Toxlink, der macht das Toxlink-Signal, was hier reinkommt, zu einem Coax-Signal. Das ist der Ausgang. Der andere, der Coax zu Toxlink, da ist hier oben der Eingang, das ist der Coax-Eingang und Ausgabe ist Toxlink. Ja, das ist dann halt für, mal rauszoomen, so. Das ist für die Leute sehr interessant, die jetzt zum Beispiel Coax zu Toxlink, die eine Anlage haben, wo Toxlink dran ist, aber der Fernseher nur Coax hat. Weil manche Fernseher haben ja nur Coax oder ein DVD-Player, Blu-ray-Player, die nur Coax haben. Und ihr braucht das unbedingt auf Toxlink. Könnt ihr hiermit auf Toxlink machen. Ist es natürlich andersrum. Ihr habt ja auch Anlagen, die Coax haben und der Fernseher hat zum Beispiel Toxlink. Da kommt für euch dieses hier in Frage. Der wandelt euch das Toxlink, also den optischen Ton, also das optische Signal, was darin geht, in Coax um.
Und dann könnt ihr da betreiben. Leider habe ich keine Toxin zu Koax. Genau, das dritte. Jetzt muss ich mal gucken hier, nicht, dass ich die wieder verwechsel hier und in die falschen Packung packe. Toxlink Koax. Koax Toxlink, genau. Das ist für die Leute interessant, die halt die entsprechenden Produkte haben. Ich habe sie leider nicht. Ich habe nichts, was einen Koax-Ausgang oder einen Koax-Eingang hat. Kann ich leider überhaupt nicht mit dienen. Aber ich habe halt viele Fragen dazu bekommen und wollte euch die unbedingt mal vorstellen. Weil immer nur sagen, ja, dit und dit. Hier ist der Link, ist doof und so habe ich gedacht, könnt ihr die mal sehen. Da habe ich bei Ligavo nämlich angefragt und die haben gesagt, klar, für ein Vorstellungsvideo können wir dir das gerne mal schicken, kannst du mal zeigen, kannst du mal erklären. Ich würde so gerne, ich hätte es euch gerne getestet, ich habe aber echt leider nichts, was kompatibel ist. Weil mit der Technik von Toxlink bin ich so zufrieden, also von daher, und ich habe halt immer aufgepasst, wenn ich mir was geholt habe, dass Toxlink dran ist. Ich habe da nie auf Koax geachtet, ob Koax mit bei ist oder nicht. Weil Koax war mir von Anfang an immer egal. Das war nicht so meins. Ich bin von Anfang an irgendwie auf Toxlink. Und deswegen habe ich da leider auch kein passendes Koax-Produkt, was ich euch dann vorstellen könnte und ranmachen könnte, um euch dazu zeigen, dass der Ton dann da rauskommt und in Toxlink trainiert. Tut mir leid. Aber die nächsten Videos, die ich mache, da habe ich dann wieder Produkte von Ligavo, die hatte ich euch ja schon mal gezeigt, die kann ich auch testen. Da habe ich auch die entsprechenden Geräte, zum Beispiel habe ich hier schon vorbereitet, kann ich euch gleich zeigen. Ich würde nur ordentlich verpacken, dann muss ja dann alle wieder zurückgeschickt werden. So, den SCART kann ich auch nicht testen, ich habe kein SCART-Gerät mehr. Meine Receiver haben alle HDMI, ich hab ja nicht mal einen Blu-ray-Player, ich habe PlayStation und PlayStation hat auch kein SCART. Also die PlayStation 4. So, aber hier habe ich noch zwei Produkte, das ist einmal VGA zu HDMI und, boah, was war noch hier, VGA zu HDMI-Konverter und HDMI zu VGA. Ja, das wird schlecht, also den werde ich auch nicht wirklich testen können, weil ich keinen VGA-Eingang habe, aber einen VGA-Ausgang habe ich, deswegen können wir den auf jeden Fall testen. Das war da denn mal ein VGA-Signal ranpeitschen vom Laptop und das uns in HDMI umwandeln und dann zum Fernsehen machen. So, das soll jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.